Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Zestiria. In der letzten Folge haben wir uns noch einige Bilder der Vergangenheit angesehen und haben gegen Maven gekämpft, Maven getötet oder er ist gestorben, weil er die Regeln gebrochen hat. Und ja, ich hoffe, das Video hier wird erfolgreich, weil ich habe irgendwie mein PC was Neues angeschlossen, hat mal mit USB und all sowas zu tun und ist jetzt nicht direkt am Laptop angeschlossen, sondern in dem Teil und ich hoffe, das funktioniert irgendwie. Sehr viel Stress, will ich nicht weiter erklären und hier ist ein Skit, gucken wir uns das an. Trennende Verbindungen. Ne, Maoteras und Heldarf no tsunagari ga nakunattara, mou nani mo shinpai shinakute ii no kana? Dou daro. Daichi o utsuwa to suru hodo no sonzai da. Hatashite sore dake de ii ka? Ah. 大地の汚れすべてを浄化しなきゃダメかもしれない。どうな?ライラ。竹やぶ焼けた!はい!竹やぶ焼けた!絶対は。本来、大地の汚れは、あの坊やが浄化してた。あの子の力は大地の営み、そのものなんだもん。事情作用みたいなもんか。今回はそれだけじゃ足りないかもね。同志の活動は、 Ja, ich wollte sagen, jetzt kommt wieder, es geht. So, da haben wir eine Iris-Stein-Episode. Was? Und ja. Bei Mavens Grab soll eine Entdeckung sein. Habe ich das nicht letztens mal abgeknutscht? Und nichts gefunden. Kann natürlich noch mal gucken, wo war das überhaupt? Ja, gute Frage, ne? Mal zur Not kann ich ja mal den hier machen. Den hier. Wie sieht's mit dir aus? War so kurz davor. War nicht hier, ne? Keine Ahnung. Ich meine, haben wir echt so weit von der Stadt hier begraben? War nicht hier um die Ecke oder so? Ja, wahrscheinlich hier voll weit entfernt, ne? Ja, ich habe keine Ahnung, wo ich mir ins Grab nochmal war, ehrlich gesagt. Geil, ne? Mir vielleicht den letzten paar noch mal anschauen sollen. Ja, okay, aber ist notiert, will ich mir irgendwann mal angucken. Also ja, muss ja eigentlich direkt vor der Stadt sein, kann doch nicht so weit entfernt gewesen sein, glaube ich nicht. Und weg kann das ja auch nicht sein, oder doch? Okay, keine Ahnung, was es ist. Aber wenn ich da zu spät hingehe, ist natürlich auch doof, ne? Dann verpasse ich wahrscheinlich mehr einen Skit oder so. Keine Ahnung. Weiß ich nicht genau, oder ist man. Gut, dann machen wir Iris-Stein-Episode, obwohl wir schon alle Iris-Steine angeblich haben. Oder auch nicht, weil der rote fehlt uns noch. Also bin schon sowieso jetzt verwirrt. Sondern ist da in dem Dingen hier, in dem, wo der Monolith war. Nicht Monolith, ja doch, Monolith, ne? Wie nennt man das Teil nochmal? Okay. Dann auf die Kraft des Monolithen glüht der Irrschein in einem feurigen Licht. Ja, das muss ich mir jetzt alle angucken. Den aber gar nicht gesehen. Wir haben ja einen bekommen, glaube ich, letztens, aber den haben wir nicht angeschaut bekommen. So, okay. Müssen wir uns jetzt alle Dinger hier angucken. Oh, Leila. Das kennen wir, glaube ich.
Ah, dann relaxen wir mal. Gucken uns alle an. Auch den, den wir letztes Mal angeguckt haben. Der auch nur eine Testaufnahme sein, um zu gucken, ob hier überhaupt alles funktioniert. Weil wenn ich Pech habe, wird's das nicht. Ah, das war, glaube ich, der erste, den wir bekommen haben, ne? Er hat Himmelsverzeichnis geschrieben. Schön. Aber ist doch der Typ aus der Rückblende, ne? Also hier nehme ich an, Mikeleos Mutter. Sah die so aus? Ich glaube ja, ne? Aber welchen haben wir uns angeguckt? Den gelben haben wir uns angeguckt, ne? Gucken wir uns jetzt alle an nochmal. Wo wir nichts passiert. Warte mal. Können wir den mal überspringen? Den haben wir ja schon gesehen. Das kommt mir jetzt nicht bekannt vor. Oder? So ist sie doch, ne? Der neue Trials of Fire Emblem Awakening. Fates. Sah ein bisschen so aus, fand ich. Schön. Ich weiß gar nicht, was wir überhaupt machen sollen in dem Part. Will ich schon mit der Story weitermachen oder will ich irgendwas anderes machen? Was anderes haben wir gar nicht zur Auswahl, ne? Der Helions, ne? Sie gehen aber noch weiter. Was ist das? Paar davon weiß ich gerade mehr, ehrlich gesagt. Kommt mir gar nicht mehr bekannt vor. So, deswegen gucke ich mir die alle an.
Ein neuer Hirte wurde geboren. Die Helions bekämpfen in einer Schlacht zwischen Gut und Böse. Ja, das waren schon wieder 10 sehr. Ist schon 10 Minuten, die sehr gut gespendet wurden. Ja, sag mir noch nicht, ich soll da einfach hin, wenn da noch nichts zu tun ist. Wir müssen Hella finden. Er kann sich verstecken, so viel er will, aber eine richtige Chance einer Bosheit Kilometer gegen den Wind. Ich habe aber noch vor, ein Part heute aufzunehmen, deswegen will ich jetzt nicht irgendwie was Großartiges storymäßig machen, weil sonst werde ich wieder, weiß nicht, von einer Cutscene zur anderen reinkatapultiert. Und das möchte ich im Moment nicht. Was ist denn das? Ich habe das Gefühl, ich habe nicht viele Optionen, wo ich hin kann. Dann gehen wir hier raus. Weil, warum denn nicht? Deswegen werden wahrscheinlich keine Nebenquests oder so angezeigt. Wahrscheinlich kommt jetzt hier irgendwo noch eine Cutscene, die ich noch nicht gesehen habe. Oder Helldive kommt direkt. Das wird mir jetzt hier, weiß ich nicht, den Tag versauen. Ja, weiter. Immer wird schon eine Cutscene oder so kommen. Da muss ja Mavens Grab hier irgendwo in der Nähe sein. Weißt du, anstatt den direkt vor der Stadt zu begraben, ne? Gehen die erstmal hier, tragen den, weiß ich nicht, Kilometer irgendwo hin, aber der ist hier nirgendwo. Upsala. Darauf hab ich ja dran. Okay. Ja, Miklo wollte irgendwas sagen, komm. Ja, ist er gerade verschwunden oder bin ich blöd? Ich glaube nicht, dass er so weit entfernt war. Finde echt blöd, ne? Ich gehe mal zur Camelot-Brücke, vielleicht kann ich da einen. Oder gab aus den Augen verloren, ja, warum tut er ihn auch so weit entfernt hier vergraben, seid ihr eigentlich blöd? So. Ja, wohin? Helldive, das ist ja einfach. Er macht mal seine große Domäne und so. Und schon weiß ich, wo der ist. Ach Mann! Sagt irgendjemand was? Okay, tschüss. Wir haben schon viel zu viel Action in dem Part, ne? Ich darf ja nicht die Zuschauer überfordern. Warum wird die Musik so leise? Hat. Keine Ahnung. So, kommt er da jetzt vorbei? Oder geht's weiter? Muss ich den ganzen Weg dahin laufen? Geht weg. Oh Mann.
Boah. Alter. Da ging so ein Magier, die hab ich auch Bock zu kämpfen, ne? Ja, McLeo schon tot. Ja, so was von Bock gegen solche Viecher zu kämpfen. Ah, nehmen wir eine Abkürzung hier. Beziehungsweise gehen wir den Gegnern mal aus dem Weg. So, die Höhe hier. Hm. So, du hast jetzt Dinge hochgelevelt, aber. Yay! Was kann man jetzt machen? Aktionspunktsuche, Windschreiten. Windschreiten ist eigentlich nicht schlecht. Oh, Windschreiten. HP um 2 erhöht. Ach, weil ich das maximiert habe oder was? Ist auch geil. Nein, nein, nein. Ich hoffe, da kommt nicht direkt irgendwie so ein, boah, so ein Kampf oder so, weswegen ich jetzt speichern soll. Gut. Okay, würde auch erklären, warum keine. グレイブガンとボンチあたりか。こうしちゃいられねえ。食料に武器薬に看護け。稼ぎ時だな。もう戦争。はて、ワッパ、オフグ。まずい。前以上に汚れが集まったろ。それこそが狙いなのでしょう。ヘルダルフ。行ってみよう。ねえ、あんだね。グレイブガンとボンチあたりだし。 Boah, ich muss jetzt echt dahin, leck mich. Jetzt gerade der ungünstigste Zeitpunkt, da können wir morgen machen. Heute will ich nicht so aufnehmen, ich will morgen ein bisschen mehr aufnehmen. Ja. Man muss mehr Schicksal immer gegens Gesicht spucken. Ja, schon mal hier sind Snack-Zubereitung. Heilmittelzubereitung, Snack, Gesundheit. Ja, sie ist als nächstes dann dran mit Hochleveln und sie kann dann Geldfund hochleveln. Dann werde ich reich, wo ich irgendwie kein Geld brauche. Richtig Geld brauchen. Das könnte ich dann eigentlich nutzen, um. Geh weg, geh weg, geh weg. Wo ist der Ausgang hier? Ach, da. Könnte ich eigentlich benutzen, um. Weil nicht Gegenstände zu kaufen und die Läden alle hoch zu leveln oder weil nicht ganz viele Apfelgummis kaufen und dann irgendwie als Herrscher des Landes als Tribut anbieten. Irgendwie so falsch Tribut anbieten. Und ja. Wir haben immer noch nicht Alicia, fällt mir auf. Aber kann ich doch schon Speere und also was kaufen, was soll hat. Ich glaube, sie kommt nie wieder. Weil wenn sie jetzt irgendwann mal wieder kommt, ist das schon viel zu spät. Ey. Wir haben schon über die Hälfte des Spiels hier schon wahrscheinlich hinter uns. Bringt dann auch nichts mehr, wenn die hier ankommt. So. Muss ich dann hin? Ach so, da muss ich einmal. Kann ich mich nicht nach Dingen zu importen? Laston Bell, ja, kann ich wohl. Gucken wir mal, ob da irgendwelche Quests sind. Oder Skits. Mehr werden wir heute nicht mehr erreichen, tut mir leid. Ich
Steak. Ja, sag ich doch.語り部の情報収集目的で。なんだ、そんなこと。そんなこと？うん。どっちでもいいし。私たちはおじさんと知り合いで助かったし楽しかった。それでいいよ。スレイもそう思うか。お前に接触したのも狙いがあったの？うん。俺もどっちでもいいよ。俺に探検の心得を教えてくれた人、それがメイビンだ。問題ある？ちょっとあるね。勘ぐった俺が悪者っぽくなっちまって。 Okay. Noch mehr Steak. Noch mehr Skits. その道具は、サイカの剣士を撃つためのものだったのか。その為っつうか、魔王坊と結びついたヘルの野郎には効くかも。 ザビーダはそうとして、これをスレイにバレちまってる。なんて言えればかっこいいんだがな。言ったろ、なんとなくだって。さすがの俺様も予知能力はねえし。そもそも、これは何なんだ？ザビーダはどうやって手に入れたんだ？たまたま拾った。何かは忘れた。厳しいんじゃないか。それで偶然だと言い張るのは。信じる信じないは勝手だが、案外そんなもんだぞ。 世の中ってやつより。分かった。これ以上は聞かない。ただ、意志が偶然を引き寄せることもある。それをこう呼ぶんだろうさ。宿命ってな。わかりやすい。何せよ、そいつはもうお前のもんだ。どう使うかもお前次第。引き金を引いた結果が偶然か宿命かも俺次第。 Alle Charaktere mit ihren Geheimnissen, ne? Steak. Kein Skit. Boah. Aber dann weiß ich wenigstens, wo ich als nächstes hin muss und wir können irgendwie anscheinend auch nicht irgendwo anders hin. Ach so, okay. Gibt's ja was zu tun. Okay. Lost Tonbell. Guck mal. Da würde ich sagen, ich kann den Party eigentlich schon beenden. Gucken, ob die Aufnahme was geworden ist. Wenn nicht, habt ihr eine sehr, weiß nicht, asynchrone, verruckelte, wie auch immer die Aufnahme erscheinen wird. Jedenfalls habt ihr dann so ein Ergebnis. Hi Katzenlady. Aber ich bin hier so ein riesiges Ding. Riesiges Level. Hm, 191, das ist viel zu wenig. Viel zu viel. Wow. Was haben wir denn hier noch alles? Seltener Schatz, ein bisschen Glück. Okay. Oh, Windschreiten. Bin ich mal voll schnell mit gewesen. Windschreiten. Mal sehen, wie schnell ich werden kann. Windschreiten. Windschreiten. Ja, wenn diese Sprechblasen da unten kommen, nehme ich an, kommt das. Windschreiten. Ich erreiche maximal Überschallgeschwindigkeit. Windschreiten.
Wird noch schneller, wird noch schneller. Warte mal. Wenn ich noch jemand Windschreien hier, immer zwei Windschreiten. Verdammt, jetzt ist er wieder auf null. Noch mal. Lasst mich an euren Gerüchten teilhaben. Windschreiten. 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 Snackunfall. Was? Windschreiten. Boah, jetzt werde ich ja noch schneller. Geil. So, nicht nett hier den ganzen Leuten jetzt zu lauschen, ne? Ja, ich glaube, wenn man einmal nicht vorbeigelaufen ist, dann tun die nicht mehr sprechen. Oder? Komm schon. Windschreiten. Los, redet. Ihr Klatschtanten. Wah. Windschreiten. 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 Boah. Hilfe. Ich habe gerade den Spaß meines Lebens. Jetzt hier durch die Gasse. Komm, Windschreiten. 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 Aber ja, durch diese Dinger durch. Am besten. Kann man halt so eigentlich dann auch leveln. Ich einfach hier nur durch diese Gasse renne und immer Windschreiten aktiviere, wird er dadurch gelevelt. Okay, genug Spaß. So, okay, der hat ein bisschen Erfahrungspunkte bekommen. Gut. War natürlich eine sehr produktive Folge heute, ne? Jetzt das Ding irgendwie noch an. Und ja, nächste Folge kommt dann ein bisschen mehr. Und ich würde dann sagen, Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zur nächsten Folge von Let's Play Tales of Systeria.